Mitte Jänner startete Wirtschaftslandesrat Markus Sachleitner seine Tour durch alle Bezirke Oberösterreichs. Im Mittelpunkt steht dabei immer der persönliche Kontakt mit den Unternehmern vor Ort. Tour stoppt dieses Mal der Bezirk Schärding. So wie der Tourismus floriert auch die Wirtschaft im Bezirk, etwa durch den Wirtschaftspark Innviertel oder mit den vielen Leitbetrieben. Einer davon ist die Schwarzmüller-Gruppe mit Stammsitz in Freienberg. Ja, wir sind heute hier in einem Leitbetrieb des Bezirks Schärding. Unglaublich, Schwarzmüller, eine Firma mit Flächen und mit Innovationskraft, das ist wirklich unglaublich. Wir sind ein internationaler Hersteller von Premiumfahrzeugen. Wir haben Produktionswerke in Tschechien, in Ungarn und in Österreich. Und mit insgesamt 2300 Mitarbeitern fertigen wir rund 10.000 Fahrzeuge. Um dieser Auftragslage gerecht zu werden, bedarf es an ausreichend qualifiziertem Personal. Derzeit aber fehlt es in ganz Oberösterreich an etwa 30.000 Fachkräften. Einmal qualifizieren die wir haben, und wir brauchen Arbeitskräfte von außerhalb. Wir haben in Wien beispielsweise 13,5% Arbeitslosigkeit und wir suchen Leute. Oder wir schauen, dass wir in Europa, dort wo hohe Arbeitslosigkeit ist, dass wir die Menschen überzeugen, kommst doch zu uns nach Oberösterreich. Jammern nutzt nichts, wir müssen etwas tun und das tun wir. Das heißt, wir bilden unsere Fachkräfte selber nach, was auch notwendig ist, um unser Geschäft am Leben zu halten. Wir werden jedes Jahr rund 25 Auszubildende neu hinzugewinnen, um auch die Jugend näher an die Technik heranzuführen. Neben dem Power-Programm Fachkräfte umfasst die Strategie Fit for Future Oberösterreich 2030 von Wirtschaftslandesrat Markus Sachleitner noch zahlreiche weitere Themenschwerpunkte. Digitalisierung, wir werden mit Kupfer und mit Funk nicht mehr auskommen und brauchen Glasfaserinfrastruktur. Die Energiefrage wird sich völlig verändern, weil wir den Ausstieg aus Öl letztlich beginnen müssen. 2050 müssen wir draußen sein. Und die Mobilitätsfrage wird auch alles verändern. Es geht jetzt schon so weit, dass VW ein Viertel der Gesamtjahresproduktion weltweit auf Elektromobilität umstellen wird. Das heißt für unsere Zulieferbetriebe natürlich, dass wir diesen Wandel da dabei sein müssen. Und wenn wir das tun, und davon bin ich überzeugt, dass die Wirtschaft das kann und wir in der Politik die Rahmenbedingungen setzen, dann wird Oberösterreich und auch der Bezirk Schärding auch 2030 so erfolgreich sein wie heute.